Die letzten Minuten auf der Alster. Zumindest für dieses Jahr. Ruhig lassen sich die Schwäne von Olaf Nies und seinem Team in die Schleuse am Rathausmarkt lotsen. Es bleibt sogar Zeit, sich von den Zuschauern füttern zu lassen. Doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei. Beherzt, aber vorsichtig setzt Olaf Nies die Schwäne in die Boote. Verletzt werden die Tiere dabei nicht. Heute sind es allerdings weniger als sonst. Grund dafür ist, dass vermehrt Wassersport auf dem Alstersee betrieben wird. Die Tiere haben sich verstärkt in die Nebenkanäle verteilt. Und insofern ist es halt der Punkt, dass wir jetzt die Tiere aus den Nebenkanälen rausholen. Die Gesamtzahl ist gleich geblieben. Wir werden nachher mit gut 65 Tieren heute im Winterquartier sein. Und insgesamt werden wir wieder 120 Tiere haben. Schon seit mehreren Jahrhunderten leben Schwäne auf der Alster, stehen symbolisch für die Freiheit und Unabhängigkeit Hamburgs. Seit 1674 gibt es auch das Amt des Schwanenvaters. Die alljährliche Einsammelaktion der Schwäne kennen fast alle Schaulustigen bereits. Ist einfach beeindruckend, ich wollte es einfach mal live erleben und da habe ich extra 2 Tage Urlaub genommen, bin aus Hanau hier angereist heute. Wir sind einfach hier durchgeschlendert auf dem Weihnachtsmarkt und haben gesehen, dass hier irgendwas los ist. Und jetzt sind wir neugierig. Jetzt sind wir in Rente und nun haben wir die Zeit dafür, auch mal hier zu kommen. Deswegen sind wir mal hier. Ist schon traditionell jetzt die letzten Jahre, dass wir immer gucken, wo die Schwäne abbleiben. In den nächsten Tagen sammelt Olaf Nies die restlichen Schwäne ein. Die überwintern dann im eisfrei gehaltenen Eppendorfer Mühlenteich, bevor sie im Frühling nächstes Jahr wieder auf die Alster zurückkehren.